Hallo und willkommen zurück bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Wir wollen einen bösen Gegner mal legen. Ich weiß bloß noch nicht, ob jetzt dieser eine Gegner, den ich gelegt habe, eine einmalige Sache war oder ob der jedes Mal kommt. Das bin ich gerade am Austesten. Ich will mir dazu auch noch NPC-Verstärkung holen, weil dieser Gegner mich zur Weißglut die letzte Folge gebracht hat, weil er immer wieder mal nicht da war, wo er sein sollte. Erst wegrennt und dann mit seinen blöden Gank-Attacken einen richtig fertig macht. Testen, ob es funktioniert. Ob hier noch ein Gegner kommt. Wenn er kommt, dann muss ich ihn halt legen. Das hilft ja alles nicht. Hier liegen die Seelen. Ne, das war eine einmalige Sache. Danke. Wenigstens etwas funktioniert. Da muss ich ruhig bleiben, weil hier gibt es noch ein paar Gegner, die hundertprozentig wieder da sind. Genau, weil die mich einfach nur. Oh, komm. Das glaube ich ja jetzt nicht. Komm, 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 renn noch mal wieder. Renn. Sie wollten nicht rennen. Sie wollten nicht rennen. Mein Charakter wollte nicht rennen. Es ist wieder super. Der Stamina-Balken war leer und dann rennt er erst wieder, wenn er Stamina. Mein Geschirr. Das ist auch fertig. Danke. Schöner Spaß. So much fun. It's so funny. It's funny frisch. Effigy brauche ich jetzt erstmal auch gar nicht benutzen, weil ich ja gar nicht weiß, ob ich überhaupt bei diesen blöden Gegnern überhaupt so weit komme, wie ich kommen will. Nicht verzagen. Stachelschwein fragen. Ach, markieren doch endlich! Der hat ja eine Aim-Markierreichweite von Stein, ey. Er sieht genauso viel wie ein Stein, das weiß ich. So, jetzt müssen wir den hier so ein bisschen. Ich sag mal, wenn ich die oft genug gelegt habe, dann kommen die eh nicht mehr wieder. Ja, genau, Kollisionsabfrage. Genauso ist auch die Treffer. Das ist die Hitboxen. Da ist jemand auf die Leiter scharf. Das Dach ist Stacheschwein, das ist eine Leiter. So ist doch gut. Da kannst du stehen bleiben, da hau ich dir ein paar Pfeile rein. Danke. So. Gut, wenigstens kriege ich die Seelen relativ easy wieder. Was hast du davon? Sie sieht aus wie Koalas mit Stacheln auf dem Rücken. So. Menno.
So, die Tür ist offen. Jetzt muss ich bloß nach unten die kleinen Gegner legen. Dann kann es weitergehen. Dann hole ich mir die Mietklinge und dann geht's los. Oh, wie sei noch keine Zeit. Oh, das sind scheiß Gegner. Das sind tolle Gegner. Die besten Gegner, die From Software jemals erfunden hat. Miese, schöne Tode rollen. Gehen wir es doch ganz anders an. Weiß er jetzt, dass da unten nicht weiter ist? Ich muss ja einfach nur ruhig bleiben. Halt einfach nur so traurig, dass das halt einfach so eine Verschwendung von Ressourcen ist. Dann ist die sind genauso wie damals diese blöden Skelette mit den Rädern dran. Die haben dann auch mal zu Tode gerollt. Das waren auch die einzigen Gegner, die dann auch immer in Dark Souls 2 und in Dark Souls 1 auch immer Probleme gemacht haben. Von den Skeletten her. Nicht runterfallen. Gut, wir werden mal ganz kurz mal Stamina. Noch einer und dann war es das für den. So, und dann rollen wir jetzt hier ganz einfach auf. Sehe ich ja gar nicht ein. Dass ich hier noch mit den. Ich mit diesen. Hier ernsthaft battle. Wups. Geht doch. Ich finde das so lustig, wenn die so weiter weg sind, dann haben die ein bisschen weniger Frames. Dann sieht das immer so ein bisschen abgehackt aus. Okay. Der will nicht, der will nicht. Da muss ich halt meine Position ändern. Genau. Hier, guck mal da. Flap. Kann er mich nicht mehr zu Tode rollen. So, das hast du jetzt davon. Patsch, Kopfschuss. Positionswechsel. Genau. Ja, noch besser. Ach komm. Es ist wie. Doch. Menu. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der nicht noch dann weiter rennt. Also ich glaube nicht, dass die mich von hier oben erwarten würden. Von oben eine bessere Position. Was hast du davon? So. Jetzt kann ich ja meinen Human Effigy benutzen, damit ich weiß, wo das liegt. So.
Alles Vorbereitung hier. Vorsichtig. Zeigen. Gut. So. Jetzt sind alle Gegner erstmal auf dem Weg dorthin beseitigt. Jetzt habe ich Mietlinge Lloyd, der hoffentlich noch ein bisschen mithilft. Ich gucke mal, ob ich jetzt schnell noch jemanden kriege in Form von menschlicher Hilfe, weil es ist mir jetzt auch gerade alles egal. Okay. Das ist die Mietklinge. Gut. Ach, der hat einen schönen. Der hat schön Doppel-Schild-Action. So, okay, jetzt rennt er wieder weg. Jetzt rennt er wieder da lang, okay. Wie ich mir das dachte. Allein schon sowas zu designen, das ist schon eigentlich. Wo ist die Mietklinge? Die kommt. Wissen würde ich ihn von hier aus jetzt mal in Schuss nehmen, aber geht ja leider nicht. Hat aber auch einen Hellsbalken, ne? Der wie aus der Hölle. Danke. Drecksack. Königsschwertkämpferrüstung. Inventar. Ausrüstung. Sorry, dass ich jetzt hier auf solche Tricks zurückgreifen musste, aber ich hatte jetzt echt keine Lust mehr, den. Und bestraft muss da trotzdem werden. Königsschwertkämpferrüstung. Wo habe ich sogar schon? Der droppt nicht mal was Schönes. Also in jeglicher Hinsicht ein mieser Gegner. Okay. Damit sind ja alle Probleme beseitigt. Gucken wir mal weiter. Kann ich auch eigentlich die Mietlinge wieder nach Hause schicken. Danke. Gut, dann geht's hier lang. Ich habe mich einmal bis aufs erste Mal getroffen. Gut, okay. Können die hier Ihnen helfen?
Dann sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, den vielleicht hier in der Nähe von dem hier zu killen. Vielleicht ergibt das sogar Sinn. Ja, passiert doch was. Oh, der ist Akku auf uns. Oder was? Ja, der ist Akku auf uns. Warum sollte in diesem Spiel auch was Schönes passieren, wenn man hier was nach Plan macht? Naja, wenigstens haben wir hier. Es ist ja super. Man kriegt Unterstützung. Nee, leider nicht. Wollen wir in 3200 Seelen. Immerhin etwas. Dass ich das in letzter Sekunde noch gesehen habe. So, stirb, Junge. Mal die auch einfach so killen, wenn die jetzt hier so stehen. Das hatte ich mir anders gewünscht. Kohleartiges Harz. Ja, wir können sie auch so killen. Okay. Dann werden sie wenigstens nicht. Ah, zum Glück weit genug entfernt. Human Effigy. Danke. Wenigstens etwas Sinnvolles. Wir sind auch ein bisschen sehr aggro. Okay. Gut. Ja, doch, doch, die hauen schon ganz schön rein. Also die Gegner hier in diesem Gebiet sind echt nicht zum Freunde machen. Okay, hier mein Fahrstuhl. Haus Weiz für Kinder, okay. Geschafft. Schwächenloch. Mal gucken, was da im Loch ist.
Auf der Waldmühle tot. Okay. Dann werden wir noch mal ganz kurz. Hallo? Kann ich dich ziehen? Ja, danke. Ach, Göttchen. Gucken, wo wir hier rauskommen. Ach. Okay, hier ist die Dings. Okay. Hier kommen wir dann hoch. Gut zu wissen. Jetzt gucke ich aber bloß noch mal, was da unten weitergeht. Ob da noch eine Abkürzung ist. So. Nee. Okay, also wir müssen da lang. Tja, okay. Dann geht's nach oben. Da war dann doch nicht mehr. So. Entschuldigung, das will ich auch schnell. Gehen jetzt mal hier lang. Drei auf einmal. Oder ich trigger die einzeln. Ich nehme, da hinten liegen auf jeden Fall ein paar Items. Ja, okay. Das war schon mal sehr clever. Gucken, ob ich die einzeln triggern kann. Nein, kann ich nicht. Kann ich mal hier runterfahren. Mal gucken, ob die hinterher rennen. Ja, scheint nicht so. Lustig gewesen, wenn sie runtergejumpt werden. Nee, aber ihr guckt. Mal drei auf einmal ist doch auch wieder unfair. Ja, mein Kranken. Okay. So, lasst mal gucken, was er schönes beschützt hat. Siehst du, die sind doch alle gestorben. Konterangriffe, ja. Kann ich aber kennen als Linkshänder. Tolle Aussicht. Oh ja. Schön. Die ganze Stadt. Das haben die schon schön designt, alles in Mauern. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an einen Anime, der auch immer hohen Mauern hatte. Die Stadt sieht dann auch schon fast so aus hier, bloß halt im Winter. Es fehlen hier nur noch irgendwelche Magiers, die dann hier herumfliegen. Und irgendwelche Riesen, die über die Mauer gucken und die einreißen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Stab von Azal, okay. Schimmernde Lebenssteine 4. Großen roten Augen, Augäpfel. Hurra für Rollen. Hm. Nope, gay. Da oben ist mein Ziel. Da sind die blöden Gegner. Und ich habe noch einen Feuerball, super. Aber es gibt ja einen
Item. Ja, was ich dann beim zweiten einsetze. Wir können es auch jetzt einsetzen. Zauber wieder her. Easy going. Ach, Gottchen. Immerhin vier. Vier kleine Bälle. Drei große haben wir ja noch. Und noch ein Human Effigy. Zwei von diesen. Sehr schön. Schnauzpause wird benötigt, ja. Puh. Da ist der nächste. Na komm, markieren. Ja, gut. Gut ist die Sache. Warum nicht immer so einfach? Okay, schön daneben gejumpt. Gut, dass mir gleich. So. Mann, ey. Das vergisst du durch deine Tränke wie durch Butter. Wie mit einem heißen Messer durch Butter durch. Okay. Da ist ein kleiner Schneeball. Hurra für Erstaunliches. Angreifen wird benötigt. Aber der Schnee ist nicht weg. Da bleibt er sogar noch da drin hängen. Ja, ja. Ein Schirm, der irgendwas Dummes dabei denkt. So, war hier nicht noch eine Tür? Die waren nicht so. Das wäre ja der ganze Weg hier umsonst gewesen. Hallo, erster Ritter, wir haben dich. Ach, Mensch, das war ein Haufen Arbeit jetzt gewesen. Und Lois sucht das Chaos. Danke. Jetzt sind wir schon zu zweit. Gut. Okay, und da ist der Ball, da können wir jetzt rüber. Okay, dann ist die Abkürzung auch erledigt. Oh! Das war tödlich. Ach Mann! Hätte ich das nicht vorher sagen können? Ich dachte, ich könnte hier schon runterrutschen. Wie mit dem Schlitten. Nein. Das ist leider nicht möglich. Aber, ich meine, ich muss mir jetzt nicht mehr die Aufwand machen. Ich kann jetzt reisen.
Wieder zum anderen Bonfire. Hier habe ich jetzt alles erledigt, ja. Da komme ich ja wieder hin, da wo ich gestorben bin. Ist aber auch wirklich ein weiter Weg bis dahin. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, es ist ganz schön ein Stückchen zu laufen. Also dieses DLC-Gebiet zeichnet sich echt durch hartnäckige Gegner aus, durch extrem weite Laufwege bis zum nächsten Bonfire. Das hat zwar seinen Vorteil, dass du natürlich dann ja, davon abhängig bist, was du jetzt an Sachen verbrauchst und dass du natürlich gucken musst, wie du kämpfst, aber manche Sachen sind dann doch schon ganz schön hart, muss ich sagen. Härter noch als bei Dark Souls 1. Ich glaube, den hat man wirklich bloß gemacht. Ich meine, sieht geil aus und spielt sich auch geil. Aber ich glaube, den DLC hat man wirklich bloß gemacht, damit jetzt jeder hier nochmal eine richtig fette Herausforderung hat. So, ich wollte ja auch mal wieder ein bisschen die Zauber auffeuern. Nein, ist nicht schlimm. Achso, hallo. Ich habe es bestimmt vergessen. Ja, spring nur nach hinten. Das macht's auch nicht besser. Spinny. Spinny Menjensen. Den triggern wir mal ganz kurz. Der kommt gleich. Der Rufsymbol ist verschwunden, na super. Jetzt krieg ich noch eine Invasion aufgedrückt. Von Lilian. Na gut. Lilian. Eigentlich müsste mich ja Lilian relativ easy finden. Dadurch, dass es immer noch so ein Ding gibt, das was einen den Weg weist. Ich winke mal ganz kurz. Gut, verneigt habe ich mich schon mal.
gerollt. Oh, ey, hast du das schon wieder gesehen? Diese Hitboxen. Diese Hitboxen sind echt direkt aus der Hölle. Es gibt echt Waffen, die haben noch eine miesere Hitbox und ach komm. Ihr seid gestärpselt. Ich will einfach bloß den. Gut. Ja, gut, das ist die eine Sache. Aber was will man machen? Man natürlich jetzt, wenn man jetzt noch invaded wird. Dafür kann ich nicht viel. War jetzt natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das Gute daran ist, ich brauche die Seelen ja nicht mehr. Ich gebe die ja bloß noch für ein paar Chunks aus, ein paar Large Charge und ja doch, eigentlich bloß noch die größeren Steine. Die brauche ich jetzt auch gerade nicht unbedingt. Für es vielleicht interessant wäre es, dass man den Ring reparieren könnte, aber so viel kostet der Nome denn nicht. Die kann ich auch. Die kriege ich eh wieder schnell hier zusammen. Okay, dann brauche ich aber wenigstens nicht mehr die Seelen hier. Dann hat sich das zumindest erledigt. Kann ich ohne Stress easy peasy jetzt weiterlaufen. Achso. Ja, du folgst, Leute. Deswegen sitzen die wahrscheinlich auch so verzweifelt da. Blutpeitsche. Wenn ich mir mal besorgen, kann ich alle auspeitschen. Also noch ist ja alles sehr windig bei ihm. Okay. Das ist ja gut, dass wir bloß den Kleinen genommen haben. Warum kann ich hier keine Heilkräfte benutzen? Ach, wegen Invasion. Der Herrmann. Och, wie bin ich jetzt schon wieder gestorben? Naja. Gut sein hier. Das war ja wieder super. In der Wand. Da liegen die Seelen. Ach komm, nimm nur auf. Ich will sie nicht mal mehr aufnehmen.
paar Seelen. Ja, also ich sag mal, für die Seelen, die sie abgeben, halten die relativ viel aus. Die geben mir auch wieder nicht viel ab. Noch besser. Gut, hier waren wir ja gewesen. Hier rüber waren wir auch schon. Eigentlich hätten jetzt da hinten unsere Seelen gelegen. Positiverweise sind wir ja jetzt doch nochmal gestorben. Dann brauchen wir die nicht holen. Aber ich hätte es schon gerne gehabt. Davon abgesehen, das waren nicht relativ viele. Aber gut. Genau, kipp um, Junge. Wie hast du da hinten einfach stehen geblieben? Hätte ja nichts passieren müssen. Jedes Mal das gleiche mit euch. Alter, da ist sogar noch. Gut. Next. So. Okay. Wo habe ich jetzt einen... Achso, habe ich hingelegt. Gut, habe ich hingelegt. Normalerweise habe ich ja mit sowas kein Problem, aber das sind dann so mies. Und der Gefolgsleute. Und dann noch so mies und unkreativ und einfach mal die ganze Zeit noch mit ballern. Mit zielsuchenden Sachen. Kampf beginnt. Hier runter ist das Bonfire. Hier drüben waren wir schon gewesen. Und hier war, glaube ich, zu oder sowas. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Eine Fackel. Sehr feind. Hier waren wir schon. Voraus. Ich glaube, hier konnte ich sogar noch zurück. Hier ist tot. Achso, ich weiß, wo ich hier bin. Okay.
Das, okay. Ich muss mal überlegen. Genau, hier war ich schon. Aber ich gehe lieber nochmal sicherheitshalber lang. Genau. Hier war das, genau, das haben wir schon geholt. Puh, ja, Orientierung. Ist ja auch das Blöde, dass man die gleichen Wege jetzt nochmal ablaufen muss. Um wirklich so sicher zu gehen, dass man nichts verpasst hat. Dann ging es hier rüber noch ein bisschen. Ah ja. Okay, ich weiß, wo wir hier sind. Hier war ja die Sache mit dem Fackeln. Und da haben wir natürlich 50 jetzt hier noch in der Hand oder 49. Genau. Eins der einfachsten geht's überhaupt. Mach die Dinger an. Funktioniert sogar. Oh, das Schwert ist runter. Wir werden gerade als Schatten in eine andere Welt gerufen. Oh, das wird unsere letzte Aktion sein dann. Na dann. Hoffe ich doch, dass wir jetzt irgendwas Gutes hier hinkriegen. Was aus hier. Danke. Vanguard. Mann, Mann, Mann. Ja, so ist gut. Stück für Stück. Kommt wieder einer angerannt. Wo ist denn überhaupt der andere jetzt hin? Achso, der hat gerade den Vanguard gerufen. Wir machen das hier vor. Immer noch plus 300 Seelen ab. Sautko. Vielleicht noch 8 Feuerbälle. Das sollte für die Stachelschweine nicht genug sein. Mann, immer noch auf die Tür. Gibt's doch wohl nicht.
So, Feuerball ist weg. Jetzt haben wir nur noch den großen Feuerball für noch ihn. Und dann müssen wir es wieder. Genau, mit klingenden Leuten noch mit dazu holen ins Boot. Nein, markieren doch einfach. So. Meine großen Augen dort mit dem Blatt. Kann ich ein Heil-Item benutzen? Super. Nicht erfüllt. Okay, jetzt kann ich auch nicht hochgehen. Da ist es jetzt auch egal. Okay. Gut. Okay, jetzt sind wir zumindest wieder gut ausgerüstet. Wir haben unser Schwert. Wir haben jetzt wieder 12 Tränke. Wir haben jetzt eine volle Zauberanzahl. Einwandfrei. Und dann gucken wir uns das nächste Mal hier dieses Gebiet an. Und ich hoffe doch, dass wir da noch ein bisschen was Cooles erleben. Ansonsten, gut, mach's gut, tschüssi, und wir sehen in der nächsten Folge, was uns hier drin erwartet. Tschüss!